So, letzte Folge haben wir diesen komischen blauen Kristall angestarrt und rumgeklickt. Das scheint wohl so eine Art Speichervorrichtung zu sein, obwohl man ganz normal über Escape und Menü abspeichern kann. Aber gut, was haben wir hier? Die Schriftrolle wird es wahrscheinlich erklären. Ah, berühren, um Lebenspunkte... Ne, um Gesundheit und Leben zurückzugewinnen. Hm, vielleicht wenn man stirbt und das Ding antatscht, leben die wieder. Können wir nicht beurteilen. Wir wissen nicht, was wirklich passiert, wenn ein Charakter stirbt. Das hatten wir ja noch nicht. Und das will ich auch nicht allzu schnell ausprobieren. Also gucken wir mal weiter. Eine Schriftrolle der giftigen Wolke. Das ist der unten links und der benötigt Erdmagie 3. So, er war Feuer und Eis und er war Erd und Luft. Okay, dann bekommt er den Erdzauber. Also bei ihm müssen wir das da drücken und bei ihm müssen wir das da drücken. Das ist der Feuerball und das ist die Giftwolke. Wenn die beiden denn endlich mal ihr Level up haben. Oh, und wie es scheint, haben wir gerade den ersten Level geschafft. Gucken wir mal kurz auf die Karte. Jo, da geht's runter zu Level 2 und wir haben alles andere erforscht. Schön, schön. Dann mal eine Ebene tiefer. Wie viele Ebenen es auch immer gibt. Oh, Kisten. Kann man die durchstöbern? Nee, leider nicht. Ah, die Tür mache ich mal noch nicht auf. Erstmal alles abgehen, was man so begehen kann. Danach neue Türen öffnen. Und da wartet schon eine Schnecke auf uns. Na, komm her. Ja, schade, dass wir das Prinzip aus Dungeon Master nicht übernommen haben, dass wenn man einen Skill häufig benutzt, wie zum Beispiel das Werfen von Steinen oder Zuschlagen von Waffen, dass man dann den Skill auch trainiert. Das mochte ich eigentlich ganz gerne. Und Level Up für den einen Magier und für den anderen nicht? Das verstehe ich jetzt nicht. Aber gut, er sollte trainieren Luft und Erde. Vor allem erstmal Erde auf 3. Oh, hier sieht man auch, dass Sprüche freigeschaltet werden, je nachdem wie hoch die Fähigkeit ist. Das hätte ich mir bei der Charakterschaffung näher angucken sollen. Na gut, also die Giftwolke ist jetzt freigeschaltet. Das heißt, ich tue jetzt mal ein paar Punkte auf Luftmagie. Nur für den Fall, dass wir über irgendeinen anderen Zauber noch stolpern. So, und jetzt Giftwolke. Zaubern. Ja, sehr schön. Das zaubert wohl direkt vor uns eine Giftwolke, die eine ganze Weile anhält. Und wo wir jetzt mal nicht durchlaufen wollen. Aber dann können wir das so timen, dass der Gegner halt vor uns stehen bleibt. Die Giftwolke ihm durchgehend Schaden macht und währenddessen pieksen wir dann mit der Lanze rein und beballern ihn mit Steinen. Und ja, schön, schön. Also jetzt dürfen die Gegner ein bisschen schneller sterben. So, es geht nur hier lang. Das glaube ich doch nicht. Auf der anderen Seite war doch auch ein Tor. Gut, hier bereiten auf jeden Fall schon mal die Giftwolke vor. Dum, 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 dum. Das sieht ja auch cool aus. Also die haben recht schöne Texturen gemacht. Das kann man echt nicht bestreiten. Mal gucken, wie sehr sie sich wiederholen. Weil das ist ja recht naheliegend bei so einem Spiel, dass denn die Ebenen sich nicht wirklich viel unterscheiden. Ah, mal gucken. Ich höre irgendwas im Hintergrund, was wie Schritte klingen könnte. So, hier haben wir ein Doublé, also so eine Art Blazer. Hm, sieht bestimmt ulkig aus auf so einem Insektenmenschen. Und eine Seidenhose, ja. Er wird jetzt unser dekadenter Typ. Ups, das wollte ich nicht. Und er hat sich vergiftet. Nein, in der eigenen Giftwolke. Und er kriegt... Ah, das hält nicht besonders lang. Gut. Hier haben wir noch ein... Nee, das ist ein richtiges Messer.
Wir haben ein Messer mit Attack Power 7 und Zielsicherheit 5. Mit Attack Power 5 und Speed 16. Und hier steht gar kein Speed. Doch, ist schneller. Ist schneller, ist stärker, ist überall besser. Das kannst du denn doch mal nehmen. So, und ein Maulwurfs-Trockenfleisch. Ja, die haben sich hier sehr leckeres Essen ausgedacht. Was aber auch verständlich ist, denn Nahrungsmittel von oben werden sie nicht besonders häufig hier unten bekommen. Oh, hat sich das Zeichen da oben geändert? Nee, ne? Ist immer noch das gleiche. Ich glaube schon. So, was sagt die Karte? Achso, ich kann ja Tab drücken. Ja, da waren wir noch nicht. Gucken wir hier lang. Oh, was? Zaubernde Gegner? Das kann ich eigentlich nicht gebrauchen. Zaubernde Gegner, die richtig Schaden machen, kann ich ganz und gar nicht gebrauchen. Fliehen, fliehen. Ganz schnell fliehen. Oh, der ist schon fast tot. Ja, Speer hat es ziemlich in sich. Definitiv. So. Und hier nehmen wir mal die Fackel aus der Hand und schlafen ein bisschen. In der Hoffnung, dass dieser komische Kampf-Ninja-Magier-Zwerg da nicht hinterherkommt. Mann, Mann, Mann. Okay. Soll ich das jetzt unterbrechen oder kommt da noch was? Also ich glaube, das soll einfach nur andeuten, dass der erste Tag rum ist. Ich klicke einfach mal weiter. Ah. Was ist passiert? Was ist am Passieren? Also was passiert gerade? Ein kollektiver Traum? Oh, ich kenne dich. Ich weiß, was du suchst. Suche für mich unten und ich könnte dir helfen. Das war skurril, aber sehr, sehr cool. Also, dass man zwischendurch Träume haben kann, die auch wirklich einen Einfluss haben auf das Spielgeschehen und ein bisschen Hintergrundgeschichte liefern und so weiter. Auch wenn ich nicht am Anfang wusste, dass man einfach weiterklicken kann. Aber ja, sehr schöne Idee. Und wir haben irgendeinen Gönner, der uns helfen will. Irgendwo unten im Dungeon. Da wir zwangsweise runter müssen, dürfte das nicht so wirklich das Problem werden. Also du bereitest schon mal eine Giftwolke vor. Wo ist der kleine Kampf, Gnom, Zwerg, Magier? Da. Ja, da muss man schon richtig... Ha! Verreck, du elendes kleines Ding. Also aushalten tun die nicht wirklich viel. Und unser Magier Nummer 2 hat Hunger und hat ein Level Up. Das heißt, er kann jetzt Feuermagie erhöhen. Und Eis kann er auch auf 3 bringen, damit er den ersten Spruch da lernen kann. Und den einen Punkt behält er jetzt erstmal. So, und du bereitest den Spruch vor und du bereitest den Spruch vor. Und sobald jetzt irgendein Gegner kommt, wird er gebrutzelt. Und du verteilst mal ein bisschen Essen. Wie kriege ich das zu denen, ohne denen ins Inventar zu, die Zauber wegzubekommen? Also ich will jetzt, dass Charakter Nummer 3 den Gegenstand bekommt, den ich auf dem Cursor habe. Wenn ich hier mit der linken Maustaste draufklicke, dann wird eine von den Runen aktiviert. Wenn ich mit der rechten Maustaste draufklicke, auch. Also muss ich den Zauber abbrechen, kann ihm dann was geben. Na gut. So. Njam, njam. Njam, njam. Die beiden können noch ein bisschen warten. Denn das Essen, was wir bisher gefunden haben, bringt ungefähr so eine Dreiviertelleiste. Und ich will jetzt kein Essen verschwenden, denn wie es scheint, werden wir um jedes Bröckchen an Nahrung kämpfen müssen, bei dem Schwierigkeitsgrad. So, also stellen wir das Level ab, nervt ein bisschen. Okay, ich hätte jetzt noch einen Punkt in Feuermagie. So,
Der Spruch ist noch vorbereitet, der auch. Dann gucken wir mal weiter. Hat der komische Kampfgnom Zwergmagier Dingens irgendwas gedroppt? Nein, hat er nicht. Fackel kommt mit. Ha. Waren wir hier schon mal? Sind wir gerade im Kreis gelaufen? Nee, da. Ich höre was. Ah! Die können uns angreifen, während wir. Das ist gar nicht gut. Ja, super, mitten in die Giftwolke rein. Aber geht nicht anders. Also ja, während wir die Karte offen haben, geht die Zeit auch weiter. Jetzt kommt da der Nächste. Also ja, überlegt es euch dreimal, ob ihr auf schwierig spielen wollt oder nicht. Schwierig ist schwierig. Na komm. Oh oh, ich muss gleich wieder in die Giftwolke. Ah gut. Halleluja. Also der Zauber ist echt praktisch. Also der Feuerzauber. Aber die Gegner sind echt garstig. Ich hoffe mal, die respawnen nicht. Obwohl doch. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die Gegner respawnen, weil dann haben wir eine unendliche Quelle an Nahrung und Erfahrungspunkten. Aber erstmal will ich jetzt einen sicheren Ort haben, wo ich mich einbunkern kann. Ja, gehen wir doch einfach mal zur Treppe. Wenn uns da was angreift, können wir einfach hochlaufen. Ja, also schwer ist das Spiel. Vor allem auf dem Schwierigkeitsgrad, aber es macht irre Spaß. Also genau so habe ich mir das vorgestellt. Die haben alles richtig gemacht. Die haben nicht zu viel neues Zeug reingebracht. Die haben schöne neue Ideen reingebracht, wie die Träume. Das Zaubersystem ist auch ganz schick. Es ist anspruchsvoll, was die Nahrungsmittelverteilung angeht, später denke ich mal. Die Ausrüstung ist schön ausgewogen. Die Gegner droppen auch das, was sie in den Händen tragen. Super. Geht echt nicht besser. So, du machst eine Wolke, du machst einen Feuerball und wir gucken mal hier rein. Ein leerer Raum, das glaube ich doch nicht. Gucken wir die Wände mal ab, ob hier irgendwo ein Schalter ist. Also, komisch, was sagt die Karte? Die Karte sagt, ein leerer Raum. Na gut, das muss es in Dungeons wohl auch geben, sonst wäre es ein wenig komisch, wenn in jedem Raum ein Drachenhort wäre. Also, wollen wir jetzt mal dahin gucken. Schön Schritt für Schritt alles abgehen, dass wir nicht von diesen kleinen garstigen Typen überrannt werden. Hier brauchen wir einen Schlüssel, den wir nicht haben. Also geht's jetzt nur noch da weiter. Was ist das? Achso, das war eine Fackelhalterung. Ja. Das habe ich natürlich gewusst, das war alles geplant. Ah, Entscheidung, Entscheidung. Oh, was liegt denn da auf dem Boden? Eine Machete, das klingt doch mal brachial. Was machst du? Attack Power 9, Speed 15. Attack Power 10, Speed 10. Machete passt irgendwie besser zu einem Minotaurus. So. Oh, was haben wir hier? Ein Kompass. Oh, Licht aus. Ja, dann trägst du jetzt mal die Fackel. Zum Steine schmeißen wirst du eh nicht mehr kommen. Und den Kompass behält der Dieb in der Hand, damit wir immer wissen, in welche Richtung wir gucken, wegen einem etwaigen Dreher. Denn bei diesen Dungeon-Crawler-Spielen gibt es meistens Dreher. Dass man auf eine Plattform tritt und dann plötzlich nach links oder rechts gedreht wird, ohne es zu wissen und zu merken. Weil es halt sofort passiert. Ohne diese Drehung, die ihr jetzt gerade seht. So, wir haben einen Schlüssel in der Hand und hier war irgendwo ein Schlüsselloch. Da wahrscheinlich. Da tipseln wir mal kurz hin. Und speichern vorher mal ab. So, Save Game, LP.
immer schön neue Speicherstände für den Fall, dass was schief läuft. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis denne.